Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Ja, ein eigenartiger Handelstag da gestern. Da hatten wir zwischenzeitlich doch größere Zugewinne im DAX gesehen zum Wochenauftakt. Aber am Ende des Tages, was bleibt übrig? Fast nichts. Kleines Plus, 0,05%. Schlusskurs 7.663 Punkte. Händler sagen ganz klar, das ist so abwartende Haltung im Vorfeld der US-Berichtssaison, die ja heute Nacht begonnen hat, ganz offiziell mit Alcoa. Und damit sind wir auch gleich mittendrin in der Charttechnik. Der DAX erholte sich im frühen Handel auf 7.698 Punkte. Diese Gewinne wurden dann allerdings fast wieder komplett zunichte gemacht. Im Tagesverlauf formte sich ein sogenannter Inside Day. Das heißt, die Handelsspanne innerhalb der Vortagesspanne. Und das signalisiert die kurzfristige Pattsituation zwischen Bullen und Bären. Insgesamt versucht sich der DAX nach den vorausgegangenen 3 Tagen des Abverkaufs etwas zu stabilisieren. Die Erholungsrallye bleibt auch weiterhin möglich. Erster Hinweis hierfür wäre ein Anstieg über das gestrige Hoch. Und das war richtig bei knapp 7.700 Punkten, 7.698. Schauen wir mal kurz auf die mitgebrachten Produktideen der Finanzpark AG. Wenn Sie auf die Erholung setzen, ist das hier eine Möglichkeit, davon zu partizipieren. Dein Turbo Classic Bull Zertifikat, 7.450 Punkte, ist die Basis. Oder ein Call-Optionsschein auf den DAX, zweite Möglichkeit, um von Kursgewinnen im Leitindex zu partizipieren. Hier ist die WKN CK5 HRM, 7.650 Punkte, die Basis. Ja, an der Börse gibt es 2 Richtungen und wenn Sie mit fallenden Notierungen rechnen, haben wir das hier, ein Unlimited Turbo Bear Zertifikat mit der WKN CK9U40 und den Put auf den DAX, Put-Optionsschein CK5HV6 ist hier die WKN und die Basis liegt bei 7.650 Punkten. Schauen wir noch mal ganz kurz auf unseren Einzelwert, auf die Marktidee und das wäre heute die Daimler-Aktie. Sie befindet sich grundsätzlich in einem Aufwärtstrend. Vor kurzem hat das Papier ein 15-Monats-Hoch markiert bei 47,27 Euro. Anschließend ging es dann aber fließend über in eine ziemlich ordentliche Abwärtskorrektur. Allerdings ergibt sich das jetzt, führt das jetzt wieder zu guten Chancen auf eine zumindest kurzfristige Erholungsrallye. Potenzielle nächste Erholungsziele lauten bei 42,10 Euro, 43,80 Euro und über 44,60 Euro rückt dann wieder das Jahreshoch in den Blick. Und hier gibt es 2 Produktideen der Finanzpark AG. Steigende Kurse bei Daimler wäre dieser Schein. Ein Unlimited Turbo Bull Zertifikat, 51 Euro Cent kostet der Spaß, die WKN CZ3 FRL. Oder ein Unlimited Turbo Bear Zertifikat bei fallenden Kursen auf Daimler. Hier ist die WKN CZ6 DK9 und der Preis ist 49 Cent. Ich hatte ja gesagt, über 7.700 Punkten aus charttechnischer Sicht beim DAX, da könnten wir mit einer Erholungsrallye rechnen mit Knauf in Frankfurt. Wie werden wir denn starten? Wie werden wir dann ausgerechnet sein? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Genau da in etwa liegen wir, nämlich bei 7.707 ist der Future ausgerechnet. Da könnten wir heute reinstarten. Das heißt, die Börse könnte einen erneuten Erholungsversuch starten. Ja, die Vorgabenseite war gut. Die Amerikaner gestern bei 0,33% im Plus. Das Zahlenwerk von Alcoa war zufrieden. Das Aktuelle, nur der Ausblick, der hinkt etwas hinterher. Da ist Klaus Kleinfeld, der Vorstandsvorsitzende, sehr, sehr vorsichtig. Er weiß, dass harte Zeiten auf ihn und vor allen Dingen sein Unternehmen zukommen. Aber auf der anderen Seite die Vorgabenseite aus Asien, Hang Seng und Nikkei jeweils auch grün. Also dementsprechend könnten wir heute logischerweise über der Marke von 7,7 rein. Frage ich natürlich nur, ob wir sie denn auch halten können, denn wir haben heute keinerlei großartige Konjunkturtermine, die uns tatsächlich bewegen könnten. Auch die Nachrichtenlage bei den DAX 30 ist noch relativ dünn, relativ mau und so werden es letztlich dann mal wieder die Analysteneinschätzungen zu Einzeltiteln sein, die halt eben die ein oder andere Aktie entweder nach oben oder nach unten bewegen. Und wir müssen natürlich immer auf der Hut sein vor politischen Nachrichten. Wir haben politische Börsen, also politische Nachrichten gerade von den angeschlagenen Ländern. Wenn wir drauf schauen, Italien, Spanien gar oder halt eben Griechenland, Zypern oder Frankreich, da immer wachsam sein. Ansonsten versuchen wir heute ganz klar die 7,7 natürlich mit aus dem Feierabend zu nehmen. Der Bericht aus Frankfurt jeden Morgen um 8.45 Uhr. Dankeschön, McKnauf. Gerne. Kommen wir noch abschließend zu den wichtigsten Terminen des Tages. Heute gibt es eine ganze Reihe von Konjunkturdaten aus Deutschland. Das sind einmal die Handelsbilanz, die Leistungsbilanz und der Umsatz des verarbeitenden Gewerbes. Und
Diese Zahlen gab es bereits um 8. Soweit der Daily TV für heute. Bis morgen um 8:45 Uhr. Auf Wiedersehen.